Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scheiße des Jahrhunderts, dem Kampf mit den goldenen Arschgeburten, den Feuerarschgeburten sind, weil nur knapp entkommen. Für Hundi sah es gar nicht so gut aus und Fick lag auch schon am Boden, aber hey, wir haben es ja zum Glück doch noch geschafft. Halleluja, Heil Hitler, Drittes Reich und jetzt ruhen wir uns erstmal aus, bis wir alle geil sind und uns erstmal einen runterholen können. Ja, spannend, nicht wahr? So, scheinbar haben wir uns jetzt alle geheilt. Wunderschön, dann kann es ja mal weitergehen hier, nicht wahr? Ist hier alles auch spannend. Und so kann man ja auch nicht abstreiten. Da ist, glaube ich, Slenderman spannender. So. Auf geht's. Wo sind wir mittlerweile? Ja. Gut, dann weiter nach denn. Denn gibt es viele Sachen. Ja. Und hier gibt es ganz viel Inzucht. Doch nicht schon wieder, Mann. Das hatten wir doch gerade eben erst. Du Scheißspiel. Mann, da habe ich keinen Bock mehr, Junge. Da ist ja wahrscheinlich Krebskriegen lustiger. Ach, lauf einfach irgendwo hin. Oh, lass mich raten. Feuergeckos. Hui, hui, hui. Wie konnte ich das nur erraten? Mama mia, ich habe, glaube ich, einen Röntgenblick. Mann, Spiel, du hast so eine Abwechslung. Abwechslungsrate gleich 0. Gehen wir halt nach New Hitler. Aber sowas von. Ist mein innigster Wunsch. Ach, was seid ihr für Fickgesichter? Na, Homo-Gang. Du bist hier falsch, mein Freund. Ja, ist deine Fotze mal als Landehafen für ein Raumflugzeug verwendet worden. Oh, bist du auf die Fresse geflogen? Ach, und schon wieder, Mensch. Ach, und schon wieder, Mann. Wieder zu viel gesoffen oder was? Kleine Fotze. Ja, sieht man. Ja, renn mal lieber schnell weg, ne? Ruf mal lieber deine Mama an, dass du später nach Hause kommst. Ja, schnell wegrennen, ne? Große Fresse haben und dann auch ganz schnell weg. Ah, hups. Da war ich ein bisschen im Fresswahn, aber naja. Ja, nächstes Mal. Gut, getroffen. Oh, bist du kaputt? Mal sehen, ob wir dich auch noch kriegen. Die kleine Flatterfotze mit den grünen Haaren. Scheiß Punker. Naja, rennen können sie alle. Dummer Hure. Naja, du bist der Jederwitz. Du bist nämlich der Auschwitz. Ja. Wir wagen uns mal zwei Schritte vor. Dürfen wir ja. Hat zum Glück auch nichts gebracht. Komm, Hundi und Goris, macht die Fotze. Oh. Ist er tot, die alte Hure. Oh mein Gott. Na super. Wir haben auch keine Muni mehr, viel für die. Ah, mein Lebensretter. Naja, nicht ganz, aber fast. Immerhin ein bisschen was, ne? Hast du auch noch so was Schönes? Ne, du hast ja Flammenwerfer, stimmt ja. Und was hast du Schönes dabei? Wahrscheinlich ein paar Kondome, um deine Hässlichkeit nicht zu verbreiten. Schade. Leider nicht ganz mein Kaliber. Na gut. Können wir immerhin schon mal ein bisschen mehr nachladen. So. Speichern und weiter geht's nach New Reno. Da können wir uns mal kurz umschauen. Nach dem Waffenladen, da gab es ja dann, glaube ich, irgendwo einer. Huch, Dunkeltuten. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber leider haben da die Geschäfte meistens nicht offen. Deswegen, ne, und so. Wisst ihr Bescheid.
waren das hier alles? Mein Gott. Ach ja, hier. Sind wir ja schon mal gar nicht mal so falsch, ne? New Reno Arms. Ja, mal schauen, was du zu bieten hast. Na, hallöchen, Freund. Kann ich. So was Bestimmtes. Was suche ich denn? Manchmal haben sie mir nette Taten. Ist das jetzt zum Beispiel. Echte Vorkriegstechnik. Ist das nix? Was ist denn das? Die Schallplatine hier ist was staubig, aber gut, aber was sagen sie da für etwas? Ach so, habe ich doch schon. Ich möchte mal sehen, was du auf Lager hast. Vielleicht hast du hier was Interessantes. Aber ich bezweifle es. Ja, ist ja jetzt nicht so toll, ne? Du kleines Arschloch hier. Müsste eigentlich voll viel wert sein, aber nein. Ja. Ja. Kannst du ja rüber zur Enklave. Mal Hallo sagen. Wobei, den könnten wir eigentlich verkaufen, weil was soll man damit? Die Bitch. Nee, die Bitch hat ja noch. Nee, die haben wir ja noch gar nicht vorbeigebracht, ne? Das war ja wieder mit meinem anderen Charakter. Ja, ja, ja. Und dann kannst du hier die Mentats fressen. Ja, sollte hinter und Dankeschön. Ja, ein wunderbarer Tausch. Waffe ändern und aufrüsten. Was kannst du denn da machen? Sicherlich. Ach, nix. Fick dich. Fick dich ins Knie, meine werte Dame. Können wir dir noch was klauen? Nö, warum auch? Was? Frage. Muss ich das verstehen? Oder bleibt mir dieses Privileg auf ewig verwehrt? Aha. Das ist ja sehr... Ja, wenn nicht sogar sehr interessant. Gut, es interessiert mich auch nicht. Letzter Versuch. Gut. Du willst sterben? Du kannst sterben, du alter Hurensohn. Und weißt du was? Ich nehme von mir doch gleich die ganze Stadt auseinander. Es ist mir sowas von scheißegal. Meine Fresse, ich hab's schon tausendmal gesagt, ich will dieses Mistspiel einfach noch beenden, mir ist das scheißegal. Ja. Nachdem wir hier die Mistgeburt umgeschlachtet haben, gehen wir zu Den in den Führerbunker, der hoffentlich diesmal da ist. Und dann auf zur Enklave. Beziehungsweise das scheiß Schiff fertig machen. Ja, du bist ganz cool. Hier, kann ich hier vielleicht die Augen rausschießen? Ach, schade, geht sogar. Jo, nach den kleinen süßen Hunden auf die Fresse. Steck dir deinen Windbauch in den Arsch. Und tschüss. Hat er ernsthaft von denen fertig gemacht? Und ich dachte, du bist gut. Was denn da los? Na gut. Kriegt er zum Glück keinen Schaden, aber trotzdem. Peinlich ist sie trotzdem für dich. So. Fabelier-Stress. Ja, da hat sich wohl einiges verändert. Da kannst du dich echt drüber freuen, dass sich hier so viel geändert hat. Und tschüss. So. Das wäre der Laden gewesen. Der nächste, der Stress will, kann gerne herkommen. Noch M60 kann man da mal mitnehmen, ne? Ist doch ein schickes Gewehr. Interessiert mich sowas von nicht, weißt du. Ja.
Ach, für dieses Objekt ist kein Platz mehr. Na, das ist aber schade. Weißt du, Fallout, interessiert mich leider Gottes einen feuchten Scheißdreck. Mein Gott, dann steckst du halt zwischen die Arschbacken und schießt damit, wenn es dich glücklich macht. Hier, Feuerzeug braucht man auch nicht, die Scheiße braucht man sowieso nicht. Was soll man hiermit? Kann man eh nicht verwenden irgendwie. Hier, kann auch in die Gaskammer. Das sowieso und tschüss. Ja, damit kann auch nichts anfangen. Das kannst du dir auch in die Möse stecken. Ja, Taschenfussel. Kannst du dir auch gut aus der Arschritze rausziehen. So. Gehst du mal dahin, du Schwanznase. Wer mit dem Scheißding? Was ist denn das? Ein super Vorschlag, aber. Ich mach dir einen Vorschlag, du verpiss dich. Nur, nimm mal noch so einen Stimmen. Ficker mit. Ich wüsste zwar nicht wofür, aber ey, was man hat, hat man. Achso, das andere Munition, da kannst du die Pässe. Ja, stimmt ja. Für Qualität war kein Platz in diesem Spiel. Das müsst ihr verstehen. Was ist das für Money? Mann. Na, Schrottmoney, gut. Bla bla bla. Was hast du für Money? Hey, auch Schrottmoney. Das ist ja faszinierend. Gut. Dann wäre es das. Dann können wir jetzt gehen, ne? Haben wir erfolgreich eingekauft, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Ja. Auf jeden Fall mehr als das Sturmgewehr. Ich weiß nur immer noch nicht, womit der schießt. Ach, 7,62. Scheiße, haben wir nicht. Oder? Warte mal, ist das 7,62? Ne, 5 mm. Ah, das ist doof. Da haben wir keine Muni dafür. Hatte der Wichser dafür Muni? Ich bezweifle es. Ja, halt die Fresse, Fick. Wann's verkauft dich an ein paar Juden. Achso, okay. Das ist die Muni. Na gut. Dann können wir dich auch nochmal ausleeren. Hat viel gebracht, offenbar. Kaliber 45. Ach, hier. Na, nee, doch nicht. War ja. Nee, ist ja. Sieht so ähnlich aus, ist es aber nicht. Ja gut, gibt keine Nummer mehr. Geht leider auch nur Dauerfeuer, ne? Na gut. Na gut. Ah, wollt ihr Beef? Bisschen in die Fresse. Oh, gibt's hier eh nichts Spannendes. Gut, dann gehen wir mal weiter nach Den. Denn dort gibt es einen tollen Puff, habe ich gehört. Gut, dass ich gespeichert habe. Ach ja, hatte ich schon erledigt. Ach Gottchen. Ich hasse dieses Spiel. Yay, alle Köter tot. Spannung pur, Spannung pur. So, nachladen und verpissen. Gut, wie viel brauchen wir bis zum nächsten Level? Fuck. Ja, noch ein Stückchen. Gut. Und auf nach Den. Diesmal schnurstracks, natürlich. Ach, natürlich. Ficken. Naja, die goldenen Dildos waren recht einfach zu besiegen. Sehr schade, aber naja. Dann geht's weiter nach Den. Wir können nochmal nach Redding gehen. Weiß gar nicht mehr, was da war. Was war denn da überhaupt? Muss schon mal gucken. Ach, der Puff. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, wollen wir gar nicht erst anfangen. Nee. Da hatte ich schon genug Spaß mit meinem Cheat-Charakter. Oh, nicht schon wieder. Boah. Dieses Spiel weiß echt, wie man Leute dazu bringt, es zu hassen. Also, oh, leck mich am Arsch.
Ja, traurig, aber wahr. Die Hunde sind leider alle tot. Und Hundi-Hund, apropos Hund, muss ich mal Hundi was sagen. Und zwar, Attacke. Wen du willst. Nee, wer am nächsten ist, genau. Weil das ist ein bisschen nervig, falls man dann doch mal die Ehre hat und die Viecher beim ersten Schuss tötet, dann macht er einfach gar nichts. Gut, weiter geht's. Ab in Puff. Nach denn. In der Hoffnung, dass da der Führerbunker ist. So, ich glaube, Bestzeit war das. Hatte ich recht? Ich weiß es nicht. Ich schau mal ganz kurz im Inventar. Nee, kann ich ja gar nicht. Ist okay. Okay. Dann. Ach, hier unten, schau mal. Oh. Ja, ich mache einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Fallout. Scheiße, wieder.